Und damit herzlich willkommen zurück auf der Normandy. Heute ist es soweit, wir gehen in das Omega-Portal und ich hoffe, wir überleben das. Und ich hoffe, wir kommen wieder zurück. Denn die Mission heißt auch irgendwie Selbstmordkommando. Aber ich möchte nicht nochmal drauf gehen. Oh, sieht spacig aus. Okay. Kein Weg zurück. Bitte Ziel bestätigen, Shepard. Das Reaper FFS ist online, aber es besteht die Chance, dass die Normandy das Omega-4-Portal nicht übersteht. Sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück mehr. Die Kollektoren haben meine Leute verschleppt. Zeit, sie zurückzuholen. Verstanden, Commander. Lege Kurs zum Omega-4-Portal fest. Ankunft in ungefähr 2 Stunden. Ich sag Ihnen dann Bescheid. Ja, ich bin jetzt gerade schon ein bisschen nervös. Joker schließt gerade die Vorbereitungen ab. Die Reise wird wohl ein paar Stunden dauern. Ich gebe zu, Shepard, ich bin beeindruckt. Sie haben uns bis hierher gebracht. Sind Sie bereit? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ich informiere Sie über alle Veränderungen. Andernfalls bin ich in wenigen Stunden zurück. Viel Glück, Shepard. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Shepard, ich wünschte, ich hätte mehr Informationen für Sie. Es gefällt mir nicht, dass Sie das Portal blind durchstoßen. Aber wir haben keine große Wahl. Ich gehe nicht allein. Einige der Besten arbeiten für mich. Wenn wir zusammenhalten, werden wir es schaffen. Ich wusste, warum ich Sie zurückgebracht habe. Es gibt keinen besseren Anführer. Trotz der Gefahr ist es eine großartige Gelegenheit. Der erste Mensch, der ein Schiff da durchbringt und es überlebt. Es ist noch Platz auf der Normandy, wenn Sie es unbedingt selbst sehen wollen. Ein verlockendes Angebot. Aber mein Platz ist woanders. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich es zu schätzen weiß, welches Risiko Sie eingehen. Ungeachtet Ihrer Meinung über Cerberus. Oder über mich. Sie sind von großem Wert. Für die gesamte Menschheit. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Ich gebe mein Bestes. Nähern uns dem Omega-4-Portal. Alle bereithalten. Ziehen wir es durch. Reaper FFS aktiviert. Signal bestätigt. Commander, der Antriebskern hat gerade angefangen zu leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Elektrische Ladung des Antriebskerns im kritischen Bereich. Leite um! Festhalten für Bremsvorgang. Oh, Scheiße! Holy shit! Zu knapp. Der Friedhof für alle Schiffe, die es versucht haben? Das müssen die Schiffe sein, die versucht haben, durch das Omega-4-Portal vorzustoßen. Yes. Manche sehen uralt aus. Ich habe eine Energiesignatur an der Kante der Akkretionsscheibe geortet. Das ist die Basis der Kollektoren. Bringen Sie uns näher ran. Ganz locker und entspannt. Ah, die haben das doch jetzt bestimmt mitgekriegt. Ja. Achtung, Jeff. Wir haben Gesellschaft. Leite Ausweichmanöver ein. Wieder diese Strahlen, nicht schon wieder!
No! Fuck. EKG auf Nulllinie. Sie ist tot. Sie kann nicht tot sein. Auf die Krankenstation! Wir können nichts tun, Shepard. Schon gar nicht, solange diese Dinger noch hinter uns her sind. Maschinendecks beschädigt. Na, fuck. Er ist im Frachtraum. Mein Team kümmert sich um den Eindringling. Schaffen Sie uns den Rest vom Hals. Zu Befehl, Command. Naja, geil, geil. Jetzt hätte ich gern maximale Haut drauf, Power. Wir werden jetzt mal hier das hier anschauen. Du nimmst mal das. Sturmgewehr. Und Grant, du auch bitte das Beste, was noch so geht. Geht Plasma, Schrotflinte, Exkavator. Machen wir das da. Sturmgewehr. Gut. Beenden. Fuck, bitte geht's jetzt nicht drauf. Oh, scheiße. Wir sind schon hier unten. Wobei, ich glaube, ich möchte schwere Waffe, oder? Haben wir jetzt eine schwere Waffe hier? Okay, das hat so gar nichts gebracht. Wir brauchen ein paar schwere Waffen für dieses Ding. Na, was du nicht sagst. Für Kollisionen mit Trümmern dieser Größe nicht ausgelegt, Jeff. Für ein Upgrade haben wir jetzt keine Zeit. Wir fliegen rein. Komm schon, nichts wie durch. Kinetische Barrieren bei 40%. Unkritische Energiereserven umleiten. Das wird jetzt wehtun. Explosion im zentralen Maschinenraum. Schaden konnte eingedämmt werden. Aber Kazumi hat nicht überlebt. Es tut mir leid, Jeff. Übernehmen Sie, Edie. Langsam. Wir wollen nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Feind geortet. Bewegt sich in Richtung Frachtraum. Das Ding schon wieder. Das muss Shepard übernehmen. Wir wurden entdeckt. Na, geil. Habe ich jetzt wieder Munition? Nee. Ist sie, die Basis der Kollektoren. Suchen Sie einen Landeplatz, ohne aufzufallen.
Zu spät. Die schicken uns zur Begrüßung wohl einen alten Freund. Okay, das könnte jetzt spannend werden. Generatoren reagieren nicht. Alle festhalten, die Landung wird hart. Au. Ah, es ist schon wieder Schrott. Aber was für eine Feuerkraft. Endlich können wir uns so gut wehren. Alles in Ordnung. Vermutlich Rippenbruch. Alle auf einmal. Mehrere Kernsysteme beim Absturz überlastet. Es wird eine Weile dauern, bis wir wieder einsatzfähig sind. Wir wussten alle, dass es wahrscheinlich keine Rückreise geben wird. Ich will die Kollektoren aufhalten, allein um davon berichten zu können. Schön, dass Sie das sagen haben. Was jetzt? Wie lange, bis die Kollektoren die Landezone finden? Ich orte kein internes Sicherheitsnetzwerk. Möglicherweise haben die Kollektoren nicht damit gerechnet, dass jemand ihre Basis erreicht. Mit etwas Glück hat es ihre externen Sensoren genauso zerrissen wie uns und sie wissen gar nicht, dass wir noch leben. Schaffen wir in dem Zustand überhaupt noch einen Sprung retour? Und hätte ich irgendwas tun können, dass so die zwei nicht Strom werden? Das war nicht geplant, aber das ist nun mal die Lage. Wir können uns nicht darum kümmern, ob die Normandy uns nach Hause bringt. Wir sind hier, um die Kollektoren aufzuhalten und das bedeutet, wir brauchen einen Plan, um die Station auszuschalten. Edi, zeigen Sie mal Ihre Scans. Sie müssten Ihre kritischen Systeme überlasten können, falls Sie es bis zu dem Hauptkontrollzentrum hier schaffen. Das bedeutet, wir müssen durch das Herz der Station. Direkt an dieser massiven Energiesignatur vorbei. Das ist die Zentralkammer. Falls unsere Crew oder jemand von den Kolonisten noch am Leben ist, halten die Kollektoren sie vermutlich dort fest. Sieht aus, als gäbe es zwei Hauptrouten. Wir sollten uns trennen, um die Kollektoren zu verunsichern. Und dann kommen wir in der Zentralkammer wieder zusammen. Nicht gut. Beide Wege sind blockiert. Sehen Sie diese Türen? Da kommen wir nur durch, wenn sie jemand von der anderen Seite aus öffnet. Gibt's Alternativen? Das ist keine Festung. Es muss eine Möglichkeit geben. Hier, vielleicht kommt durch diesen Lüftungsschacht jemand rein. Praktisch ein Selbstmordkommando. Ich melde mich freiwillig. Ich weiß das zu schätzen, Jacob. Aber Sie würden es nicht schaffen, die Sicherheitssysteme rechtzeitig auszuschalten. Wir müssen einen Tech-Experten schicken. Ihre Entscheidung, Commander. Wen schicken wir in den Schacht? Tech-Experten. Was ist mit dir? Bei der Manische Forschung ein richtiger Erfinder, obgleich ein Gebiet mit selber. Du gießt im Gemalt schon niemand, finde fast in seinem Labor. Mechanische Schienen. Ja, nehmen wir mal Tali. Wir brauchen jemanden mit Tech-Kenntnissen, der sich ins Sicherheitssystem hackt. Tali, Sie übernehmen das. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Der Rest von uns teilt sich in zwei Teams auf. Wir kämpfen uns beide Wege entlang. Das sollte die Aufmerksamkeit der Kollektoren von Ihnen ablenken. Ich führe das zweite Team an, Shepard. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite der Türen.
Ich will nicht, dass sie das zweite Team anführen. Die Hälfte von uns traut ihnen nicht mal. Das hier ist kein Beliebtheitswettbewerb. Leben stehen auf dem Spiel. Shepard, Sie brauchen jemanden, der durch seine Erfahrung Loyalität einfordern kann. Spezialist, also wen sind Anführer auf der anderen Gruppe aus? Ich glaube. Ich nehme sie. Samara, Sie führen das zweite Team an. Diszipliniert und fähig. Ausgezeichnete Wahl. Ich weiß nicht, was uns da drin erwartet, aber ich werde Sie nicht belügen. Es wird nicht leicht werden. Wir haben gute Leute verloren und vielleicht verlieren wir noch mehr. Wir wissen nicht, wie viele die Kollektoren verschleppt haben. Tausende, Hunderttausende. Es ist auch nicht wichtig. Nur eines zählt. Keinen einzigen mehr. Das können wir erreichen, hier und heute. Wir bereiten dem ein Ende. Sie wollen wissen, woraus wir gemacht sind? Ich sage, wir zeigen es ihnen mit unseren Mitteln. Bringen wir unsere Leute nach Hause. Geile Ansprache. Armee wäre super. Wen nehme ich mit? Ich glaube, ich nehme auch mal Garrus mit. Wen nehme ich noch mit? Und dich vielleicht, Mordin? Und Legion. Ich denke, das ist so okay. Ja, beenden. Ja, dann beginnt der ganze Spaß jetzt hier mal. Es ist heiß hier drin, aber der Weg ist frei, soweit ich das sehen kann. Zweites Team, sind Sie in Position? In Position. Wir treffen uns auf der anderen Seite dieser Türen. Bin mal gespannt, wie wir jetzt hier alles verlieren werden. Wir wurden entdeckt. Notfallschilder aktiviert. Verstärkung geortet. Gehen in Deckung. Zielerfassungsbefehl wird verarbeitet. Zur Kenntnis genommen. Ach komm, geh jetzt endlich drauf. Samara und Shepard, wir liegen unter schwerem Beschuss, aber wir kommen voran. Ja, wir auch soweit. Es geht eigentlich. Geh nochmal da runter, schauen, ob wir da Munition kriegen. Ich will nicht, dass mal schon wieder die Munition ausgeht. Mich überhaupt drüber? Ja. Okay. Jetzt hier noch Munition? Ne. Nicht so geil. Gar nicht weit weg. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Ich bin schon wieder blockiert. Sie müssen da draußen ein anderes Ventil finden.
Na toll, jetzt geht das Ganze anders. Achtung, über uns! Zielkontakt, verstanden. Und reifen bleiben. Ergebnis Ziel an. Ich bin dabei. Boah, ich dachte schon, es wäre ein Gegner. Samara und Shepard, wir sind auf schweren Widerstand gestoßen und dann... Alles frei. Geh weiter. Oh, stressig. Alles. Okay, weiter nach hinten. Ja, gleich. Fuck. Ja, gleich! Werde den Schuss ausführen! Es wird zu heiß, ich verbrenne! Schnell öffnen Sie das Ventil! Oh Mann! Das Tor ist offen! Oh. Gott sei Dank wird das hier zurückgesetzt, wenn ich hier das aufmache. Es sieht nach großem Stress aus. Ich warte schon wieder auf Sie, Shepard. Lassen Sie mich nicht hängen. Nee, mache ich schon nicht. Oh Mann. Hoppa. Nein, nein. Oh, Shepard. Bitte lass mich jetzt nicht nochmal vom Anfang an anfangen. Na ja, Gott sei Dank nicht. Wir wurden entdeckt. Ja, ich gebe mein Bestes. Oh, endlich. Feuerschutz.
Fuck, nein. Das ist jetzt nicht wahr. Scheiße. Das ist Yeoman Chambers. Ist sie tot? Hier drüben sind noch mehr. Oh Gott, sie lebt noch. Chakwas, sind Sie okay? Shepard, Sie sind wegen uns zurückgekommen. Niemand wird zurückgelassen. Was ist mit den anderen? Wissen Sie, wo sie sind? Sie sind tot. Alle. Nur ich bin noch übrig. Ich habe sie sterben sehen. Sie wurden verarbeitet. Zu einer Art purer genetischer Paste und dann durch diese Schläuche gepumpt. Warum tun die das? Was machen sie mit unserem genetischen Material? Spielt das eine Rolle? Wären sie früher hier gewesen, hätten sie noch retten können. Wow. Sei froh, dass ich überhaupt da bin. Das war nicht ganz Wir einfach. Wir haben Zeit zur Vorbereitung gebraucht. Wir hatten keine andere Wahl. Tut mir leid. Nein. Ich wollte Ihnen nicht die Schuld geben. Es ist nur, ich musste zusehen, wie Sie starben. Ich weiß, dass Sie Ihr Bestes versucht haben. Sie haben mein Leben gerettet. Danke. Wir müssen in Bewegung bleiben, Commander. Und beschließen, was wir als nächstes tun. Joker, können Sie unsere Position ermitteln? Jawohl, Commander. Die ganzen Schläuche führen in den Hauptkontrollraum direkt über Ihnen. Der Weg ist durch eine Sicherheitstür blockiert, aber es gibt eine weitere Kammer parallel zu der, in der Sie sich gerade befinden. Das würde ich nicht empfehlen. Die thermischen Signaturen weisen darauf hin, dass die Kammer voller Seeker-Schwärme ist. Mordens Gegenmaßnahme kann Sie gegen so viele auf einmal nicht schützen. Es muss eine Schwäche geben. Suchen wir einen anderen Weg. Was ist mit Biotik? Könnten wir nicht ein biotisches Feld generieren, das sie davon abhält, uns zu nahe zu kommen? Ja, ich halte das für möglich. Allerdings nicht für alle. Aber ein kleines Team bringen wir durch, wenn alle dicht bei mir bleiben. Ich könnte das auch. Theoretisch ist jeder Biotiker dazu in der Lage. Shepard, wer soll das Feld aufrechterhalten? Du. Samara und ich werden ein kleines Team durch die Seeker-Schwärme bringen. Der Rest von ihnen geht durch die Hauptpassage und lenkt den Feind ab. Wir öffnen die Sicherheitstüren von der anderen Seite und treffen uns dann dort. Wer soll das Ablenkungsteam anführen? Ja, das kannst jetzt du mal machen. Ich beschäftige die Verteidiger, während sie hinten vorbeischleichen. Was ist mit mir, Shepard? Ich bin nicht in der Verfassung zu kämpfen. Commander, wir haben wieder ausreichend Systeme online, um eine Abholung durchzuführen. Aber wir müssten bei ihrer vorherigen Position landen. Wir können es uns nicht leisten, zurückzugehen, Shepard. Jetzt nicht mehr. Miranda hat recht. Wir können auf niemanden verzichten. Sie müssen versuchen, es auf eigene Faust zurück zur Normandie zu schaffen. Ich verstehe. Viel Glück, Shepard. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Ja, es tut mir echt leid, aber... Los geht's. Wir brauchen jetzt maximale Manpower hier.
hinzufügen. Ich nehme dich mal mit. Ach so, wir machen jetzt generell ein Zweier-Team. Ein Dreier-Team in dem Sinn. Erstmal so. Beenden. Es geht los. Bleiben Sie in meiner Nähe, Commander. Was? Warum haben wir jetzt 20 auf Abtrünnig kriegt? Miranda hier. Team ist in Position und wartet auf ihren Befehl, Shepard. Verdammt, die Schwärme stören den Funkkontakt. Sind Sie bereit? Jetzt? Gehen wir, Commander. Ah, okay, ich kann Ihnen nur nicht mal sagen, wann Sie weitergehen sollen. Kontrolle. Okay. Feinde! Na toll. Aus dieser Stellung heraus kann ich nicht kämpfen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind. Na toll, einer ist schon wieder draufgegangen. Danke, Tila. Zur Kenntnis genommen. Danke, Tila. Greifen angegebenes Ziel an. Ich weiß, dass Sie das spielen. Alles frei. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken, Commander. Ja, jetzt. Es kann losgehen, Commander. Da bin ich nervös. Immer schön in der Nähe bleiben, bitte. Und nicht wieder draufgehen. Wir sind aufgeflogen. Was ist das? Direkt vor uns. Ah, sagt wohl Teil der Crew, hallo. Feindbeschuss. Oh nein. Gehe in Deckung. Sagen Sie mir, wenn Sie bereit sind. Kontakt, meine Angriffe werden zerreißen. Sie sind Ungeziefer. Übernehme direkte Geil, wieder keine Munition mehr. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken, Commander. Ja, warte mal. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwie Munition... Naja, natürlich kaum Munition. Ja, komm, gehen wir weiter. Gehen wir. Aber da vorne sehe ich gerade was. Gibst du da drüber? Okay, dann machst du es so. Okay, haben wir jetzt wieder was für die andere Waffe? Ja, sehr gut.
Warte mal, wie bist denn du mit den Waffen? Für große Entfernwirkung, also Standard im Video, was bringst du mit denen? Effektiv gehen wir aber schwach gegen Schilde. Okay. Ja, Miranda, ist ein bisschen blöd mit Support hier. Könnte ein richtiges Feuergefecht werden. Ich halte die Stellung, bis sie bereit zum Abzug sind. Oh nee. Nicht du. Ein großer Gefecht. Und dann hätte ich gern noch das. Zielkontakt. Bescheid, wenn sie... Ziehe mich zurück, Commander. Was? Nein. Weiter geht's. Ich hätte jetzt noch gerne Munition für die schweren Waffen. Falls wieder einer dieser komischen großen Dudes auftaucht. Ja, ich kann nicht. Tut mir leid. Feinde von links. Was? Wo? Automatische Flugwaffen. Alter. Solange ich kann. Wenn es nicht mehr geht. Ich sehe den Eingang. Wir müssen dorthin. Rasch. Fuck, bitte geh nicht drauf. Nicht durch so ein Schild machen. Also gut, weiter. Krass, sie hat's drauf. Shepard, hören Sie mich? Ich höre, was ist Ihre Position? Wir sind bei der Tür, Sie haben uns umzingelt. Wir kommen, halten Sie durch. Öffnen Sie die Tür. Na los! Einsatzbereit, Commander. Joker, sind Sie am Treffpunkt? Ich bin hier, aber Dr. Chakwas, sie hat es nicht geschafft. Wir sollten dafür sorgen, dass sich das Opfer gelohnt hat. Edie, wie sieht unser nächster Schritt aus? In der Nähe müsste es einige Plattformen geben, über die Sie zur Hauptkontrollkonsole gelangen. Von dort aus können Sie das System überlasten und die Basis zerstören. Commander, Sie haben ein Problem. Vor der Tür sammelt sich eine gewaltige Anzahl Feinde. Wird nicht lang dauern, bis sie zu Ihnen durchbrechen. Wir müssen fertig sein, bevor Sie durchkommen. Wählen Sie ein Team aus, das mit Ihnen geht. Und lassen Sie die anderen zur Verteidigung der Stellung hier. Das müsste Ihnen etwas Zeit verschaffen. Oh, ist das jetzt eine gute Idee? Ich nehme dich mal mit. Dich. Ah, ich hoffe, ich verliere den Rest jetzt nicht. Das wäre jetzt ultra kacke. Okay. Es gibt mal eine ganz kleine Pause für mich.
Für euch ist nur kleiner Cut. Also, bis gleich. So, lala, da bin ich wieder. Hab eine kleine Verschnaufpause gehabt. Und ja, machen wir mal weiter hier. Ich bin bereit, Commander. Gilt auch für mich. Möchte jemand noch was sagen, bevor wir loslegen? Worte sind bedeutungslos. Es gab Verluste. Und wenn der Verlust von Freunden nicht ausreicht, um Vergeltung zu üben, was machen wir dann überhaupt hier? Die Kollektoren, die Reaper, die bedrohen nicht nur uns, die bedrohen alles und jeden. Für dieses Leben kämpfen wir. Es geht um das große Ganze. Es war eine lange Reise, von der jeder Narben davontragen wird. Aber das alles hat uns genau an diesen Punkt geführt. In den nächsten Minuten werden wir alles gewinnen oder alles verlieren. Machen Sie mich stolz. Machen Sie sich selbst stolz. Wir geben unser Bestes. Viel Glück, Shepard. Ja, geht bitte nicht drauf. Aber geile Anrede. Okay. Warum wieder abtrünnig? Ach, das läuft jetzt hier mit den Plattformen. Okay, alles klar. Gleich Doppelpack. Na toll, und für die erste, die Kraft von Ines. Übernehme Kontrolle. Das wird ein harter Treffer. Mit Vergnügen. Ich werde mich nicht aufhalten. Okay, weiter nach unten. Oh. Okay, wir brauchen hier schwere Waffe. Okay, gut. Wieder zurück zu der Waffe, wo ich wieder keine Munition habe. Geil. Fuck. Hier ist er. Dann nehmen wir mal die hier. Schläuche führen hierher. Edi, was können Sie uns sagen? Was machen die hier? Die Schläuche führen in eine Art Superstruktur, die sowohl organische als auch anorganische Energiesignaturen abstrahlt. Den Werten nach zu urteilen, muss sie gewaltig sein. Shepard, falls meine Berechnungen korrekt sind, ist die Superstruktur ein Reaper. Nicht nur ein Reaper, ein Menschen-Reaper. Exakt. Die Kollektoren haben anscheinend zehntausende Menschen verarbeitet. Um den Reaper fertigzustellen, sind erheblich mehr nötig. Das Ding ist abscheulich. Edi, wie können wir es zerstören? Die großen Schläuche, die die Flüssigkeit injizieren, sind strukturell ein schwaches Glied. Durch ihre Zerstörung bricht die Stützkonstruktion zusammen und damit auch der Reaper. Geben Sie uns eine Minute, Edi. Wir müssen uns erst noch um ein paar alte Freunde kümmern. Na geil.
Wo sind die? Auf sie wartet die Auslöschung. Schon unterwegs. Alles klar. Sie können sich nicht widersetzen. Bestätige. Alles klar. Okay, zwei erwischt. Oh, Leute, ich brauche Munition. Und wieder einer down. Das wird sie beschäftigen. Alter, jetzt gib mir auch da die Munition aus. Nein. Das hat ihn jetzt getötet? Shepard an Bodenteam. Statusbericht. Hey, halt die Stellung, aber es kommt ständig Neues. Ein baldiger Abzug wäre wünschenswert. Ja. Geht's hier zur Normandy. Joker, lassen Sie die Triebwerke warm laufen. Ich werde den Laden in die Luft sprengen. Wird gemacht, Commander. Commander, da kommt gerade ein Signal vom Unbekannten rein. Eddie stellt durch. Shepard, Sie haben das Unmögliche geschafft. Ich muss die Basis noch zerstören. Nicht unbedingt. Ich habe eine bessere Lösung. Ich habe die Pläne vor mir, die Eddie hochgeladen hat. Ein gezielter Strahlungsimpuls würde die restlichen Konnektoren töten, aber Maschinen und Technologie intakt lassen. Das ist unsere Chance, Shepard. Sie haben einen Reaper gebaut. Dieses Wissen... Diese Grundstruktur könnte uns retten. Sie haben Menschen verflüssigt und in etwas Schreckliches verwandelt. Wir müssen die Basis zerstören. Seien Sie nicht so kurzsichtig. Unsere beste Chance gegen die Reaper liegt darin, ihre eigenen Ressourcen gegen sie einzusetzen. Ich weiß nicht, Shepard. Was hier geschehen ist, war schrecklich. Aber wir müssen die Reaper aufhalten. Wenn wir die Basis zerstören, sind all diese Menschen umsonst gestorben. Sie haben direkt mit den Kollektoren zusammengearbeitet. Wer weiß, welche Informationen dort zu finden wären. Die Basis ist ein Geschenk. Wir können sie nicht einfach zerstören. Sie sind vollkommen skrupellos. Als nächstes wollen Sie dann vielleicht noch Ihren eigenen Reaper bauen. Mein Ziel ist die Rettung der Menschheit vor den Reapern. Um jeden Preis. Ich habe Ihnen das nie verheimlicht. Bedenken Sie doch, wie viele Leben wir retten könnten, wenn diese Basis intakt bliebe und wir das Wissen in ihr gegen die Reaper einsetzen würden. Und denken Sie an die Leben, die wir verlieren, wenn wir es nicht tun. Welche Technologie wir dort auch immer finden, es wäre die Sache nicht wert. Shepard, Sie sind im Kampf für Ihre Überzeugungen gestorben. Ich habe Sie zurückgebracht, damit Sie weiterkämpfen können. Manche würden behaupten, dass wir bei ihnen zu weit gegangen sind. Aber sehen Sie doch nur, was sie erreicht haben. Ich habe sie nicht aufgegeben, weil ich ihren Wert kannte. Und jetzt sollten Sie diese Anlage nicht einfach aufgeben. Denken Sie doch an das Potenzial. Ah, Garrus hat auch gemeint, das wäre vielleicht nicht schlecht. Und ist vermutlich eine falsche Entscheidung. Bei einer derartigen Bedrohung sind Regeln wertlos. Wenn diese Station uns helfen kann, die Reaper aufzuhalten, müssen wir sie benutzen. Das ist die richtige Entscheidung. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Weg hier. In 10 Minuten gibt der Reaktorkern einen Strahlungsimpuls ab, der alles an Bord tötet. Oh, my God.
Holy shit! Holy fucking shit! Alter! Wie... Na toll, ihr habt keine Munitionen! Wie... Munition. Okay, jetzt haben wir mit der großen Wumme mal gehen. Okay, haben wir da irgendwo... Irgendwo, ich brauche da was. Oh, fuck. Da ist auch nirgendwo Munition. Naja, super geil. Effektiv nichts mehr. Und auch so kam. Ja, geil. Jetzt wird mir jetzt nur noch einfallen, dass ich vielleicht irgendwie cheaten kann. Ansonsten. Ja. Wow, holy shit. Komm, macht sie fertig. Schießt's auf ihn, bitte. Oh, nice. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Er lebt noch, Gott sei Dank.
bin hier, Joker. Hat es das Bodenteam geschafft? Alle Überlebenden an Bord. Wir warten nur noch auf Sie. Menschen, Sie haben nichts verändert. Ihre Spezies hat jetzt die Aufmerksamkeit von Wesen, die Ihnen weit überlegen sind. Diejenigen, die Sie als Reaper kennen, sind Ihre Erlösung durch Vernichtung. Jetzt geht's was schief. Oh. Detonation in 10, 9, 8. Ja, hab schon kapiert, Edi. Festhalten! Versagt. Wir werden einen anderen Weg finden. Gebe Kontrolle auf. Krass. Shepard, ein neuer Tag ist angebrochen. Und wir müssen Ihnen für unsere Erlösung danken. Es war nicht leicht. Viele haben bei der Eroberung der Basis ihr Leben gelassen. Und Ihnen verdanken wir es, dass viele andere Leben gerettet werden. Die Anpassung der Technologie von der Kollektorenbasis könnte der größte Fortschritt für die Menschheit seit der Entdeckung der Portale sein. Das wird unsere Dominanz über die Galaxie sichern. Gegen die Reaper und darüber hinaus. Dominanz der Menschen oder nur von Cerberus? Das ist ein und dasselbe. Meine Mission war schon immer, die Stärke der Menschheit zu fördern und zu wahren. Lassen Sie sich nicht von Idealismus blenden. Die volle Ausnutzung des Potenzials der Basis bewirkt das Gleiche auch bei uns. Wir müssen alle möglichen Ressourcen gegen die Reaper einsetzen. Nichts darf sich dem in den Weg stellen. Der Vorbote kommt und er wird nicht alleine sein. Wenn Sie etwas zurückbehalten, ganz egal was, sind Sie draußen. So leicht ist das nicht, Shepard. Wir brauchen einander. Joker, schalten Sie ihn ab. Ja, also mein Gefühl sagt mir, das war ein ganz großer Fehler.
Liebe Leute, das war Mass Effect 2. Und was für ein Ending. Und wir sehen, im dritten Teil wird es erst so richtig abgehen. Ich werde schon mal vorweg sagen, für den dritten Teil werde ich erstmal wieder eine kleine Pause machen vom Mass Effect. Monat oder zwei. Und dann geht es weiter mit dem Let's Play. Jetzt gibt es für euch noch den Abspann. Und ja, würde mich über eure Kommentare freuen, wie ihr das gefunden habt, das Let's Play. Bis dahin und natürlich auch die Story an sich. Was hättet ihr anders gemacht? Rein damit. Ich bin draußen. Ciao.
Thank you.